Dann habe ich noch zu picken Lavalampen. Tell me more. Lavalampen sind, ihr kennt das, das ist so ein Überbleibsel aus den 70ern irgendwie. Das ist so ein Gefäß, das wird von unten erwärmt und in dem Gefäß befindet sich dann eine Flüssigkeit und sowas wie Wachs. Und dieses Wachs erwärmt sich und blubbert dann in Blasen nach oben, kühlt sich wieder ab und blubbert dann wieder nach unten. Ja. Und das gibt's seit immer, das gibt's in schöner und weniger schön und in billig und in nicht und das gibt's in verschiedenen Farben und das ist, ich hatte meiner Nichte vor einem halben Jahr oder so, habe ich eine zum Geburtstag geschenkt und da habe ich halt irgendwie auf Amazon irgendeine geklickt und so und habe bei der Sprechkabine, glaube ich, auch erzählt, das ist sehr nett und ich möchte jetzt sehr ungern hergeben, weil ich habe die mal ausprobiert und die soll man erstmal irgendwie ein paar Mal anmachen und ein bisschen laufen lassen und dann bin ich da halt stundenlang davor gesessen und habe diese Blasen zugeschaut, wie sie auf und runter gehen. Sehr gutes Konzept. Die macht echt schönes Licht. Ja, auch das. Ja. Und je nachdem, wenn du noch irgendwie, also das bei der Nichte, das war so mit Rot und Lila irgendwie, rotes Wachs und lila Flüssigkeit oder so. Und das hat halt, sieht halt immer so ein bisschen wild aus. Und da gibt es auch ganz, ganz scheußliche Farbkombinationen. Aber du kannst natürlich noch dahinter irgendein anderes Licht an die Wand machen. Dann hast du halt dort drei Farben, die da so hin und her blubbern. Und es ist tatsächlich einfach sehr nett. Und jetzt haben sich zwei Hörerinnen von der Sprechkabine zusammengetan und mir so eine neue Schicke gekauft und geschenkt. Und das ist sehr hervorragend. Gutes Vielen Dank. Konzept. Und offensichtlich der Erfinder der Lavalampe ist hier Matmos aus UK. Und die machen halt so, eine, die ist so groß wie ein Zimmer, die kostet 3000 Euro. Aber so die, die normalen kleinen, die kosten tatsächlich so 100 ungefähr. Okay. Plus minus. Und das ist halt unten so ein verchromter Fuß. Und ich habe jetzt die klassische Rakete bekommen. Geil, okay. Ja. So ein verchromter Fuß steht auf so drei Beinen. Dann ist unten in dem Fuß ist so eine kleine Glühbirne drin mit 30 Watt. Und dann sitzt da oben drauf so eine Flasche. Ich habe es jetzt nicht mitgebracht natürlich, um sie nicht besser zeigen zu. Also es ist eine Flasche, so sieht aus wie eine Wasserflasche. Dann stellst du dort rein und oben ist ein Verschluss drauf. Und dann setzt du oben drauf noch diese verchromte Kappe. Und dann stellst du das Ding an und dann ist die in einer halben Stunde oder so ist die dann warm und dann blubbert die vor sich hin. Ich habe jetzt die Kombination mit Blau und Blau und dann macht die sehr lustiges Licht und es bewegt sich immer ein bisschen und es ist irgendwie Quatsch, aber es ist auch irgendwie sehr schön. Das ist schon gut, ja. Ich mag das, also mein Sohn hat irgendwie eine Geschenk bekommen vom Jahr in Orange und ich liebe diese Orange und manchmal ist es einfach so, wenn das komplette Licht im Zimmer aus ist, nur diese Lavalampe macht einfach ein total angenehmes Lichtstimmung meines Erachtens. Und ich schalte die manchmal auch so für mich ein. Ja, hat auch einen hohen Unterhaltungswert, muss man sagen. Das ist wirklich faszinierend. Du kannst auch für 40, kannst du jetzt bei der Firma nochmal extra Flaschen mit anderen Farben irgendwie nachkaufen. Die steht da einfach nur lose drin, kannst du eine andere Flasche reinstellen. Okay. Und die Birnchen, die werden halt auch irgendwann durchbrennen, aber dann tust du halt eine neue rein. Das unterscheidet sich auch ein bisschen zwischen den Herstellern, wie viel Watt die hat und wie viel Strom die da reinheizt und so. Aber es ist irgendwie Blödsinn, aber ist irgendwie auch total nett. Eine Lavalampe. Ja. Ich wollte nie eine Lavalampe, jetzt habe ich eine Lavalampe und das ist voll gut. Und die ist jetzt von dem Erfinder oder von der Firma, die das irgendwie vorangetrieben hat oder wie? Das behaupten die zumindest, ja. Okay. Ja, also das ist deren Konzept, oder? Das ist irgendwie, da steht es ja sogar groß darunter. Nochmal Perplexity, wer hat die Lavalampe erfunden? Schreib mal drauf, ist von uns erfunden. Seit 1963 machen die das. Und die sehen auch, glaube ich, seit 1963 exakt so aus. Ja. Genau. Ja, und gibt es halt in verschiedenen Bauformen. Und die ich von Amazon da hatte zuerst, die war ein bisschen nicht so super verarbeitet, aber ist auch wurscht. Also oder wenn es halt nicht wurscht ist, kannst du was Teures kaufen. Das ist ja eigentlich ganz nett, die Option zu haben. Ja, also die ist jetzt auch viel größer, die ist viel höher und halt ein Tick hochwertiger verarbeitet und so. Stilvolle Verpackung. Ja. Ist bunt und leuchtet. Ja. Nee, das ist schon gut. Also das Konzept ist echt gut. Das kann man nicht von der Hand weisen. Ja, okay. Ich link mal die eine und die andere, könnt ihr euch mal anschauen. Aber es gibt halt auch
dutzendweise irgendwelche anderen Bauarten oder eben, wie gesagt, die eine, die sie haben, die ist so, so groß wie ein Kühlschrank. Diese Superrakete. Diese Superrakete, ich schaue gerade die hier. Die ist aber auch tatsächlich nicht so schön. Also die ist zum Beispiel. Ja, vor allem deren Haltbarkeit stelle ich in Frage, weil der rennst du auf jeden Fall mal hier direkt vor die Treppe gestellt. Gleich drüber gerannt und dann diese Flasche kaputt gemacht. So, also 1,50 hoch und ja.